So, Hallöchen. Danke. Herzlich willkommen zurück zum Trash Play. Und ihr würdet es jetzt schon sehen. Ich weiß es noch nicht, aber es ist gerade in Planung. Ha, lobpreist die Sonne. Es ist gerade in Planung, dass ich jetzt tatsächlich einen 1-Stunden-Part aufnehme, weil der Nico es so wollte. Konnte man sich nochmal Pilzsuppe machen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wollte der Nico einen 1-Stunden Trashplay-Part und heute fahre ich nochmal schnell zu dem Jungen rüber und lade die Scheiße dann hoch. Das heißt, ich könnte jetzt wirklich einen 1-Stunden-Part auspacken. Keine Ahnung, das war irgendwie mit einer Schüssel oder so und so. Und Lags. Lags sind immer gut, sag ich mal. Ja. Ich habe jetzt keinen Timer oder sowas. Such mache ich mit Schälchen. Weil dann muss ich doch zwei verschiedene Pilzsorten übereinander machen oder was? Oder so. Dann lass mich mal hier. Wupp, wupp, wupp. Nein? Ach, keine Ahnung. Ich brauche zwei verschiedene Pilzsorten, würde ich jetzt nur meinen. Wo waren wir jetzt überhaupt stehen geblieben letztes Mal? Ach so, ich wollte jetzt meine Farm anfangen, weil ich nichts mehr zu essen habe. Weil ich ein armer Schlucker bin. Und ja, einmal so, eine nice Schaufel. Und ja. Gut, dann wird da hinten die krasseste Farm entstehen, die ihr jemals gesehen habt. Und vielleicht wird mich jetzt diesem 1-Stunden-Part dieser großen Aufgabe. Nee, ich nehme von da hinten Dreck, das sieht dann schöner aus. Sonst, ach, Moment, ich kann ja gar nicht mehr rennen. So, es kann auch sein, dass er kürzer wird, wenn ich persönlich sage, dass ich jetzt gerade nicht mehr genug Energie aufbringen kann, um hier komplett sinnvolles Commentary und komplett sinnvolle Aktionen in Minecraft durchzuführen. Dann höre ich natürlich auf, wenn es zu sehr die Definition von Trashplay erfüllt. Naja, gut, ich überlege gerade, wie viel ich überhaupt haben will. Ich nehme erstmal ein bisschen was mit. Dreck kann man ja irgendwie immer gebrauchen, so unter der Schuhsohle. Ist ganz nett, habe ich gehört. Ah, na, hier noch ein bisschen was davon mitnehmen, ein bisschen was hiervon und davon. Brauchen wir noch Seeds. Danke. Düp. Ich außerdem noch hier den Hund schlagen, dann rastet der total aus, der junge Mann. Boah, Alter, Lex, warum? Why? Ich nehme erstmal die 15 Seeds an mich. Oh, ein anderer Pilz. Das ist natürlich. Oh, ho, ho, wenn. Oh, ho, ho, ho. Nice. Nice. Erstmal richtig krass eine Pilzsuppe machen, wenn ich zu Hause bin. Ja, also keine Ahnung, das wird jetzt hier. Also ich. Plan jetzt erstmal so im Kopf eine halbe Stunde und wenn die halbe Stunde rum ist, dann gucke ich mal, wie viel Bock ich noch habe und ja, dann habe ich mich verlaufen. Nice. Wie habe ich das geschafft? Bin ich nicht irgendwie gespawnt hier in der Nähe und dann hier lang? Oh Gott, Alter, jetzt ist die Musik auf einmal so ein Stück dumpfer. Ist es bei euch auch so? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Auf jeden Fall kam gerade ein Lag und dann kam ein Musik-Sound-Bug. Keine Ahnung. Ich bin gerade halt total fertig im Leben. Ich hatte gerade das krasseste Morgana-Spiel meines Lebens, Alter. Das war krass. Einfach nur. Ja, weiß nicht. Unbeschreiblich. Mit einem Triple Kill halt am Ende, so 1 gegen 3 als Morgana-Support, das ist schon sick, aber wir wollen im Trash-Player natürlich nicht zu LOL-Talk werden, sondern erstmal grundlegend nach Hause finden. Ich würde sagen, eigentlich immer dem Wasser hinterher, aber da ist dieser komische Baum, wa? Die sehen alle so komisch aus. Ich habe mich jetzt echt verirrt. Ich glaube, jetzt wird es doch eine 1-Stunden-Part. Ich habe echt keinen Plan im Leben. Warte mal.
Wieso leckt denn das? Okay. Wenn das jetzt weiter so leckt, dann wird das wirklich nur eine halbe Stunde Part. Ich hab mich... Irgendwie... Ich hab... mich echt verlaufen. Mensch, ich wollte gerade nur nach Hause gehen und ein paar... leckere Pilzsuppen verspeisen. Das Problem ist echt, wenn da Nacht wird, dann sind wir am Arsch. Dann schwimmen wir mal das Wasser entlang. Wird schon irgendwo hinkommen. Währenddessen, ich überlege, kann ich gerade irgendeine Anekdote erzählen? Der Heribert hat in 2 Tagen Geburtstag. Das kann ich ja mal erzählen. Und wir haben für den schon ein krasses Geschenk, denn der Heribert, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, na gut, der Typ ist auf jeden Fall sehr schachsüchtig. Man könnte sagen, es ist ein Fetisch. Deswegen werden wir ihm 2 T-Shirts schenken. Unter anderem eins mit so gut können Schachspiele aussehen. Alter! Okay. Pilze. Ja. Und ich denke, er wird diese Art von Humor verstehen. ja. So Schafe zeigt mir den Weg. Ey, ich bin gerade richtig fertig, ne? Was ist denn das? Ich meine, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Eigentlich, ursprünglich wollte ich mir noch eine Mandarine kaufen gehen, aber heute ist Sonntag. Ja, das ist der 4. Tag in Folge, wo ich Trashplay aufnehme. Muss man sich mal vorstellen. Das ist halt GG. So, ich gehe erstmal wieder auf den Berg hoch. Ich denke, da mache ich erstmal grundlegend nichts falsch. Wenn nicht... Ich bin halt echt einfach nur boosted, keine Ahnung. Ich brauche den Dreck doch noch. Warte mal. Oh Gott. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass ich so geistig beschränkt bin. Oha! Oha! Geil. Das ist so der Vorteil, wenn man nicht einfach mitten im Wald um ein Haus baut, sondern in einer Bucht. Muss man halt nur zur Bucht finden und dann ist alles gut. Keine Ahnung. Ich wollte gerade irgendeinen Wortwitz machen mit dem Namen Bug wegen ein Unfug und ach, keine Ahnung. Ich gieße mir jetzt Tee ein. Ich glaube, das hört man jetzt so ganz leise, weil ich jetzt extra nicht das Mikro dahin gerichtet habe, weil ich gerade noch ja hier mit einer Hand hier nach geradeaus geschwommen bin. So. Ich sag mal, wenn schon... Wo sind meine anderen Pilze hin? Hatte ich nicht noch mehr Pilze? Wo sind die hin? Da, hier. Oh. Ach stimmt, die kann man ja gar nicht stacken. Gut, dann esse ich die eine mal. Sehr delikat, sehr, sehr delikat. Und die zweite auch noch. Und die anderen nehme ich mir für schlechte Zeiten auf. Moment, ich will mich erstmal wieder regenerieren. Ach, scheiße drauf, ich habe eh bald eine Farm. Hinter mit dem Scheiß. Richtig reinhauen. So. Ach ja, Scott Pilgrim vs. the World. Richtig guter Soundtrack, auf jeden Fall. So. Die nicen Pilze und alles. Hauen wir mal hier alles rein. Ich nehme jetzt erstmal nur das, was ich brauche. Den Stock zum Verprügeln für unartige Monster oder so. Und dann geht das jetzt mal los hier. Die Sonne geht bald unter. Aber das soll uns nicht aufhalten. Denn wir haben eine Mission. So, einmal habe ich mir das so gedacht und so. Ich wünschte, ich hätte noch so Seerosen. Das wäre halt richtig cool. Weil, wenn ich schon mal hier am See bin, mache ich das halt gleich mal so. So verschiedene. Ne? So hier. Dann, ich glaube, ihr versteht das Prinzip, auf das ich hinaus möchte.
Das Blöde ist nur, ich glaube, ich sollte es unterm Wasserbecken mal nicht einfach so offen lassen, sondern ich sollte es da schließen, weil wenn dann Gammas Seeds oder irgendwas oder irgendwelche halt Drops halt allgemein dann mal da runterfallen, dann fallen sie bis auf den Wasserboden und es wird jetzt wirklich schon Nacht. Wollen wir natürlich nicht, deswegen sieht von uns so richtig behindert aus, aber ist mir egal. Deswegen gehe ich jetzt pennen. Danke. Oh Scheiße, ist ja noch heiß. Oh, mein Zylinder ist runtergefallen. Nein, komm zurück. Ach so, ja, Tatsache, meine Katze ist immer noch in meinem Zimmer. So. Carsten, oha. Ich könnte mal auch so ein richtig cooles Muster da reinmachen, aber ich denke, das kann man immer noch später machen. Dann mache ich irgendwelche Kornkreise so. Ich denke, das reicht erstmal. Jetzt mache ich das dann noch unten zu hier. Fuck. Das war nicht in der Übung. Ah, scheiße. So. Oha. Fast. Ah, fließendes Wasser ist kacke. Mach mal so. Jetzt fließt es trotzdem. Ach. Na, dann ist es halt so. Dann fließt es halt. Und ich kann dagegen nichts tun. So, und diese ganzen... Also so unschön das dann unten auch aussieht, das sieht man ja zum Glück nur, wenn man unten ist. Also es ist ja auch egal. So. War ich gerade zu blöd, die Leertaste zu drücken. So, die Ho habe ich noch. Dü-dü-dü. Die dürften ja alle eigentlich optimal bewässert werden, nach meinen fachmännischen Kenntnissen in der Landwirtschaft. Auch wenn ich das nicht studiere, ich könnte immer noch in diese Fakultät wechseln, okay? Ich könnte dahin wechseln. Und das hat nichts damit zu tun, dass der eine Professor so heißt wie der Hauptermittelnde im Anime-Monster, also keine Ahnung. Ich brauche mehr Seeds. Ich meine, wer jetzt keinen Plan davon hat, wovon ich jetzt rede. Es gibt bei uns an der Uni so im Fakultät 7, glaube ich, ist Landwirtschaft oder so. Ne, ich glaube 4. Ich glaube, das war 4. Auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, einen Professor Runge. Das ist einfach, keine Ahnung, richtig stumpf. Der Typ hat halt so ganz random gesagt, als wir da unseren ersten Tag hatten, dass wir immer noch die Fakultät wechseln können und zu ihm kommen können. So richtig Schleichwerbung gemacht, keine Ahnung, jetzt habe ich gar nicht mitgezählt, wie viel Seeds ich brauche, aber das ist ja auch egal. Man braucht immer Seeds. Für irgendwas, keine Ahnung, man will ja nicht verhungern. Wenn nicht, knabbert man halt ein paar... Nicht macht man sich halt so einen Salat und macht dann halt diese Sesamkörnchen da rein, anstatt halt auf die Farm. Wobei ich da sehr stark bezweifle, dass das, was ich da anbaue, Sesam ist, aber ist ja auch wurscht. Darum geht es ja auch nicht in diesem Trashplay, es geht um sehr gutes Commentary und dass ich mich nicht nochmal verlaufe. Und ich denke, die Blume nehme ich mir auch mit. Denn ich möchte, dass mein Haus etwas schöner aussieht. Das ist wie damals in Animal Crossing. Die erste Quest. Hier hast du diese scheiß Blumen, setz sie mal um meinen Laden herum. Das Geile ist, ich habe halt das getan, wie Tom Nock mir befohlen hat. Und nachdem ich dann bei ihm nicht mehr angestellt war, habe ich einfach die Blumen wieder weggenommen. Der konnte mich mal, der olle Sack. Dann haben die Blumen mir gehört. Hat die ganze Stadt mir gehört. Ich war nicht mehr ihm untergestellt. Tja, Tom Nock. So hast du dir das gedacht, wa? Ich meine, sobald man das Haus gebaut hat, hatte Tom Nock alles, was er im Leben brauchte, konnte in Rente gehen, weil er einfach so viel scheiß Sternis hatte. Ich bin mir immer noch hundertprozentig sicher, dass der eigentliche Betrag, den du so gesehen für den Ausbau des Hauses hättest bezahlen müssen, nicht mal dieser große Betrag war, den Tom Nock immer von dir haben wollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ einfach noch ein paar Nullen rangehängt hat. So. Gut, diesmal habe ich mich nicht verlaufen. Wieso wachsen Pilze auf den Bäumen? Ich habe vergessen, wie man das nennt. Ich hatte das mal...
Ich, wenn so, keine Ahnung, so zwei Pflanzen so, so Parasit und, also nee, ist Parasitismus, aber irgend so ein Wort mit A oder so, nein, keine Ahnung, ach, ich hatte schon Biologie so ewig nicht mehr, das ist mir auch relativ egal eigentlich. Ha, so, weiter geht's mit dem wilden Abenteuer hier. Naja, man kann immer so schön locker daran gehen, wenn man weiß, man hat einen nice Dude, bei dem du ein nices Video hochladen kannst, egal wie lang es ist. Das waren wirklich zu viele Samen. Mensch. Wieso seid ihr eigentlich nicht so krass bewässert wie die anderen hier, obwohl ihr genauso viel am Wasser seid wie die anderen hier? Elendspack. Ich glaube, ich werde diesen Fichtensetzling mal hier irgendwo hinsetzen. Denn das soll ja am Ende... Wäre es ja halt geil, wenn also es so ja so ein großer Turm werden. Oder ich mach gleich so, ich habe 4 Stück. Jetzt geht's los. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's Carsten. Genau. Denn jetzt baue ich noch eine Etage. Oder nee, besser. Obwohl doch, ich baue erstmal noch eine Etage. Dann baue ich nach hinten, obwohl, ne, ich will immer noch die Sonne lobpreisen von hier aus. Das geht dann nicht, wenn ich nach oben schaue und dann ist das halt direkt drüber. Weil ich würde jetzt gern eigentlich bei mir intern so eine Baumzucht machen. Oder ich baue das so nebenan ran. Also ich will eigentlich so einen krassen großen Turm bauen, aber das mit den Bäumen, ich will, dass das so richtig schön schnieke aussieht. Ich kann doch richtig viel Glas, jetzt geht's los. Hier so ein richtiges Glashaus. Da brauche ich aber Glasblöcke für wahrscheinlich. Obwohl nicht mal. Doch für oben. Wo ist meine Kohle? Mach mal, mach. Oh. 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 Ganz vergessen, da war ja was. Ja, abwarten und Tee trinken mal kurz. Der ist immer noch heiß, holy fuck. Der Preis ist heiß und das, der Sand jetzt auch. Oh, was war das denn? Wieso immer so ein kleiner Leck zwischendurch? Nicht, dass am Ende noch dass mein PC einfach ausgeht. Und da ist die ganze Aufnahme für den Arsch. Das wollen wir natürlich nicht. Oder wie mache ich das am besten? Das frage ich mich gerade. Eigentlich am geilsten wäre wirklich, wenn ich mir halt so einen richtig Rentner-Lifestyle hier aufbaue, sozusagen, dass ich einfach nur noch in diesem Haus hier chillen muss und dann gehe ich einfach nur mal kurz rüber, hab dann, krieg dann das Holz von den Bäumen und da unten kriege ich Weed und dann, ja. Oder? Jetzt geht's. Ach, Moment, da unten ist ja die krasse Höhle, ne? Ist egal, ich trage jetzt erstmal den Sand hier ab. Dann mache ich das nämlich folgendermaßen. Das, obwohl es als Etage vom Haus eigentlich viel cooler wäre. Ich trage den Sand erstmal eh ab. Der, ich will das nicht so breit haben. Weil dann können die Monster nämlich nicht hier hochkommen und an mein Fenster klopfen. Das möchte ich nämlich nicht. Dann lasse ich hier unten noch so eine Lavagrube ein und dann, ja. Oder, das wäre halt richtig sick, ich mache dann einfach nur so ein Glasboden, wo ich dann runter in diese Höhle schauen kann, in der eine Folge runtergefallen bin. Das wäre halt lustig. Das wäre extrem lustig. Ich würde das lustig finden. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Nein, bitte nicht. Gut, gut. So, ich brauche hier den ganzen Sand fürs Glas. Ja, so, jetzt habe ich hier nämlich noch ein bisschen freie Fläche. Wenn nicht, baue ich erstmal hier Bäume hin. Und dann, keine Ahnung. Denke, grundlegend kann man erstmal damit nicht falsch machen, irgendwo Bäume anzubauen. Ach komm. Hier noch.
noch in... Hier noch... Wupp. Und... Keine Ahnung, hier noch... Das war Sand. Scheiße. Ja, aber jetzt sieht das halt kacke aus. Na gut, doch, da muss ich hier noch einen Baum machen. Nee. Nee, ach, dann lass diesen einen Setzling halt noch hier und die wachsen und gedeihen da, wie sie wollen. Ich könnte eigentlich auch mal mehr Fackeln machen. Das wäre vielleicht auch ganz nice so. Die Sonne geht wieder unter. Ich überlege, ob ich schon mal Bodenplatten mache, so zum Rausgehen, aber erstmal noch nicht. Wie steht's mit dem Glas? Okay, ist schon mal ganz ordentlich. Nee, ich glaube, ich mache das halt doch mit den Bäumen wirklich so, dass ich jetzt hier... Ah, das ist halt alles ein bisschen klein geworden. Ich sollte ihr allgemein erstmal nach oben bauen. Das ist jetzt erstmal so an sich nicht schlecht. Ich denke, damit kann man leben. Ich mache erstmal die Tür zu. Das sagt nämlich, wenn die Tür zu ist, ist das wie dieses Kloschild, was man so umdrehen kann, dann steht da besetzt. Das sagt den Leuten nämlich, die dürfen hier nicht rein. So, hier will ich nicht ganz so viel Panorama haben. Aber dennoch symmetrisch. Das heißt, ich muss den hier machen. Wieso ist das nicht passiert, was ich wollte? Okay. So und so. Und dann dachte ich zwei. Habe ich jetzt in der Mitte hier vier. Achso, was mache ich denn? Gut, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ich muss hier natürlich oben auch Fackeln hin tun, sonst spawnt am Ende noch in meinem eigenen Haus was. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und den Sand nehme ich erstmal wieder an mich. Das, nein, die Truhe, danke. Mensch, Carsten. Dupp. Ich hatte dann eigentlich noch viel mehr. Das habe ich gerade gesehen, die war in der Truhe. Die Sneaky Boys. Nein, hey. Darf ich? Danke. Ich glaube nämlich hier sollte ich irgendwo... Ach, nee. Aber hier auf den... Carsten! So. Jo, das passt. Ich denke hier nur so ein kleines... Das hätte was, nur so ein kleines Fenster. Sand. Dann bauen wir halt hier so rüber. Ganz einfach. Oder? Hat das was? Ja, ach doch, das finde ich gemütlich. Dem Ganzen hier so einen eher gemütlicheren Ton geben. Obwohl, so, naja doch, wenn man das allgemein so ein bisschen niedriger hält, dann ja, dann passt das. So und so. Dupp. Ich denke, das lasse ich offen, oder? Naja, ich weiß nicht. Über Zäune kommen Spinnen ja nicht rüber, oder? Ich weiß nicht. Aber eigentlich würde ich das hier wirklich ziemlich, ziemlich gerne offen lassen. Das hätte was. Das finde ich schon ziemlich fresh. Gut. Aber ich brauche dennoch wieder mehr Holz. Wie steht's mit den Bäumchen da? Naja, die habe ich gerade erst angepflanzt. Also wirklich, wahrscheinlich passiert da nicht so viel. Was machen wir jetzt? Ich habe noch zwei Leitern. Kann ich ja theoretisch erstmal ganz provisorisch verbauen. Ich mache dann hier natürlich noch eine durchgehende, aber ich hau die jetzt erstmal so. Kann mich hier ran? Nee, komme ich nicht. Also muss ich noch eine hier machen. Gut. Alles klärchen, Carsten. Oh, ja. Wow. Hashtag sinnvoll. Oder so. Dupp. Hier und dann so. Wird hier gebaut. Wobei ich vielleicht auch mal irgendwie einen anderen... Nee, ich habe hier noch Holz. Anderen Boden vielleicht machen sollte. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Was für einen. Nee, aber
Na gut, also so ein richtig. Das sollte ich halt ganz oben machen mit den Bäumen dann, so dieses. Dach. Dachgarten, irgendwas. Dachschaden. Ja, sowas halt. Aua, das war jetzt nicht so geplant. Oh. Junge, Junge, Pluto. Das ist, also wenn man jetzt noch so wirklich sich keinen Plan gemacht hat, dann ist das schon etwas kompliziert hier. Ich meine, zu sagen, Turm zu bauen ist natürlich schon ziemlich einfach. Aber am Ende doch komplexer, als man möchte. So, ich denke, eine Etage noch und dann baue ich halt den weiteren Balkon, beziehungsweise dann mache ich das nach oben hin eh breiter. Das sieht dann vielleicht Ende... Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ja, genau, so. Wollte schon sagen, ich baue mir hier wieder alles zu. Ja, so. Es wird auf jeden Fall ein Turm. Das ist, glaube ich, schon mal soweit sicher. Warte mal, kann ich jetzt auch ohne Umschweife einfach weiter hoch? Tatsache! Er hängt... Nein, er... Nein, kann ich tatsächlich nicht. Und hier hoch komme ich auch nicht, also ich brauche eh noch zwei Leitern. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Verdammt, die reichen nicht. Boosted. Ich muss wirklich wieder Holz holen. Das ist schon etwas lästig. Ich sollte wirklich langsam mal einfach mal einen ganzen Tag nur Holz abbauen und dann geht die wilde Sause los oder so. Und hier oben noch. Danke, Carsten. Danke. Spawn gar keine Monster. Jetzt auf normal. Kein Creeper. Irgendjemand, der mir Hallo sagen will, damit ich nicht so einsam bin. Nisch. Schade, schade. So, mache ich jetzt hier die komplette, also was ich jetzt noch so im Kopf habe, ist wirklich so eine Etage, die halt komplett nur so Glaswände hat. Da weiß ich aber nicht, wie es mit den Ecken ist. Weil am Ende sieht es dann halt nur so aus wie hier unten. Dass ich halt die Ecken aus Holz machen muss und das will ich nicht. Eigentlich will ich wirklich komplett einmal rum nur Glas. Aber vielleicht hilft mir der Tee ja weiter. Noch so viel Sand. Naja, was könnte in diese Etage kommen? Vielleicht habt ihr eine Idee. Und hier kommt immer noch der Schrein hin. Ich gehe erstmal schnell schlafen und dann gehe ich nochmal wieder ein bisschen Holz holen. Oder ich gehe in eine Mine. Vielleicht ist das... Ich schläf mit der... Weil die Spitzhacke hier Eisgeld in der Hand. Und jetzt auch nicht mehr okay. Ich werfe sie halt einfach weg. Alles klar. Ich glaube, die Message ist bei der Spitzhacke angekommen. Ist es schon fertig? Nee, noch nicht, wa? Gut, dann mache ich mir einfach nochmal ein paar... Ach, Moment, dazu brauche ich auch Holz. Ja, super. Gut. Gehen wir Holz holen. Ich würde es eigentlich gar nicht mal so schlecht finden, einfach noch grundlegend zu sagen, damit hier nichts spawnt. Hier noch Licht hinmachen und hier noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Hier noch und auch hier noch. Und gleich, weil wir noch zwei über haben. Hier noch. Und? Wer hätte es gedacht? Hier. Nein. Da natürlich. Danke. Gut. Nee, das sieht noch nicht gut aus. Aber es wächst und gedeiht. Das ist schön. Und irgendwann habe ich dann auch die Schafsfarm. Die muss ja natürlich auch noch irgendwo hin. Das sieht... Ja gut, lassen wir es erstmal so im Raum stehen. Aber das wird ein riesiger Turm und das wird geil. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geil wird. Muss ich eigentlich mit den Bäumen da noch was tun? Ich könnte mich an der Nacht mit Skeletten fighten. Und dann hätte ich Bone Meal am Ende des Tages. Und ja, meine Audioaufnahme läuft noch. Ich habe tatsächlich halbe Stunde voll.
Ja, na gut, ich habe diesmal auch auf die Uhr geguckt, tatsächlich, und mich nicht nach der Playlist orientiert. So, Mister, du hier. Du sollst es heute sein. Bin mal gespannt, so. Also, ich weiß auch noch nicht, ob ich sage, ich beende die Staffel wieder am Ende des Jahres, so wie es halt immer war. Müsste ich eigentlich so traditionsgemäß tun, dass ich sage, am 31. kommt das Staffelfinale. Ich glaube, letztes Jahr war es auch ein bisschen anders, weil ich da dann zeitlich nicht mehr dazu gekommen bin. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin halt schon wieder übel hyped auf Weihnachten. Das habe ich, glaube ich, im letzten Part auch schon gesagt oder so. Auf jeden Fall habe ich heute wieder mit dem Linko drüber geredet. Also der Weihnachtshype ist auf jeden Fall da. Und wahrscheinlich nehme ich deswegen auch Trashplay auf, weil Trashplay ist was sowas, wo ich immer sage, das nehme ich halt immer im Winter-Herbst auf. Das ist geil. So ist das geil. Und ich bin jetzt gerade ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich diesen großen Baum angefangen habe. Ich bin eigentlich viel zu faul, den jetzt abzubauen, aber okay. Ah! Ach so, okay. Gut, ich dachte schon. Ja, ich weiß, der Splitter, die Splitter fallen alle auf dich herunter und deswegen tut's dir weh oder so. Keine Ahnung. Kommt mal her. Danke, danke. Oh, jetzt, die auch besser durchdenken können. Halt doch mal die Fresse hier. Aua. Das finde ich jetzt nicht so fresh. Ich könnte auch einfach sagen, ich baue mich jetzt hier hoch und dann bin ich wieder ein Stück höher. Ich hätte diesen Baum auch einfach ganz ordentlich und geplant abbauen können, aber nein. Das hier ist Trashplay, da geht sowas nicht. Dankeschön. Ach ja. Das ist Trashplay. Ich glaube aber, das wird vielleicht mal die Dreiviertelstunde Part, um. Treffe ich mich sozusagen mit dem Nico so ein bisschen in der Mitte. Ich sage, ja, ich mache jetzt nur dreiviertel Stunde, aber halt wenigstens trotzdem länger als geplant. Ja, denn ich fühle mich gerade nicht mehr so energiegeladen, dass ich sage, ich kann jetzt hier noch eine weitere halbe Stunde einfach so ganz fresh kommentieren. Obwohl ich glaube, wahrscheinlich könnte ich es, aber ich will es nicht herausfordern. Ich will sozusagen den Löwen nicht kitzeln. Wie man das so schön sagt im Sprachjargon oder so. So ein Sprachjargon, was soll das eigentlich sein? Also ich meine, letzten Endes Jargon ist halt ein Begriff, Sprache ist ein Begriff, aber die beiden vereint ist doch total sinnlos, oder nicht? Danke. Nein, die Axt. Ach so, wow. Ich war jetzt gerade mit dem Mittelfinger auf Q und dementsprechend mit dem linken Finger, also mit dem Ringfinger war ich jetzt auf Umschalt und mit dem Zeigefinger war ich auf S. Ja, ist gut, Junge Pfiffi, halt die Fresse. Ich weiß, ich habe dich aus Versehen geschlagen. Tut mir auch ganz doll leid. Ich hole jetzt nicht deine ganze Gang. Wie zähmt man die nochmal? Wie zähmt man die nochmal? Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz schön viel Holz, ja. Das ist schon mal, ich glaube, Sinn erfüllt. Ha. Ja, ich würde sagen, ich baue den Turm jetzt einfach noch höher. Ich habe das Holz und dann kann ich irgendwann auch anfangen mit dem Ausbau und der Raumgestaltung und so ein Scheiß. Ja. Vielleicht mache ich auch jetzt die Etage, die halt wirklich ein bisschen breiter wird. Und könnte ich eigentlich jetzt wirklich machen. Ich habe jetzt ganz viel Holz. Erstmal mache ich mir das. So. Und davon, bis hiervon. So, die lasse ich erstmal. Und dann gucke ich erstmal. Ach so, ich wollte ja erstmal Pilzsuppe noch. Nein. Oh, ist weg mit dir. Ich wollte ja noch eine Pilzsuppe. Ach, Moment, ich habe ja noch. Ach, ich hätte die ganze Zeit Pilzsuppe essen können, weil ich ja boostet bin. Ach, ich habe ja noch. Stimmt, ich habe ja noch die Blumen von Tom Nook, die ich ihm abgeluchst habe. Hier hatte ich das. Nimm mal, bitte. Danke, Carsten. So. Eins, zwei, drei. Drei Pilzsuppen. Zwei davon hole ich weg und eine werde ich an mich nehmen.
den hau ich auch weg hier. Weg mit dir. So. Einfach nur, damit ich jetzt... Moment, die Blumen. Die Blumen. Kann ich Blumen auch auf Sand stellen? Geh mal weg hier. Danke. Oha! Das ging flott. Es ging... Der war auch immer da. Ich bin jetzt überfordert. Mache ich mir hier so ins Fenster. Ach, es geht tatsächlich, es geht nur auf Dreck. Das sieht dann auch dumm aus, wenn hier einfach so mitten Dreck in der Landschaft ist. Ja, gut, dann erstmal nicht. So, den Baum lasst er mal wachsen. So, was hier hin soll, das könnt ihr euch aussuchen. Wenn nicht, kann ich es auch einfach gleich so freilassen. Einfach nur für den Balkon. Wäre auch eine Möglichkeit. Und jetzt möchte ich hier oben gern mal ein bisschen mehr ausbauen. Damit das Ganze ja auch mal ein bisschen breiter wird, breitere Räume möglich sind, ich würde sagen. Dann sieht das nämlich aus, als hätte mein Haus einen Hut. Oder so in der Art. So richtig stumpf. So, das wird ein lustiges Vorhaben. Aber ich habe ja hoffentlich genug Holz. Ich glaube nämlich, ich bezweifle langsam schon, dass mein Holzvorrat mein Vorhaben stützen wird. Oder so. Ich weiß nicht, was die coolen Kids heutzutage für so eine, nun ja, Umschreibung nehmen. Genau, jetzt kommt erstmal die wichtigste Frage. Kann ich dann immer noch die Sonne in Ruhe lobpreisen? Aber ich würde jetzt fast schon sagen, schon, weil es ja den Balkon nicht überragt. Gucken wir doch mal nach. Ja, das ist der Suizid-Tower hier, habe ich gehört. Ach ja, doch, kann man noch. Ist sicherlich ja. Ach, ja, passen. So, ich habe aber gesehen, da ist noch was runtergefallen. Ja, sowas passiert auch nur mir, keine Ahnung. So. Was haben wir denn da noch? Das ist mein ganzes Holz, ey. Ist auch noch was ins Wasser gefallen? Nee, alles klar. Gut. So, warte mal, wie sieht denn der lustige Hut dann aus? Wenn man sich das mal so von vorne gibt. Achso, Moment, hier ist er noch gar nicht, nur an der Seite. Na, das werden wir dann sehen. Es wird die Überraschung. Surprise, surprise, wie es dann am Ende aussieht. Dup. Eigentlich, ich bin ja eigentlich immer so der Freund davon, zu sagen... Ich mach so ein krasses Minecart. Aua. Hey Listen, habe ich gehört. Ich lese mal kurz, was denn hier mir Hey Listen gesagt wird. So. Wow. LG. Ja, ganz kurz. Kann ja mal sagen, es ist nur ganz stumpf gerade gewesen. Ich wurde gerade ganz stumpf angeschrieben. Ich glaube, das dauert zu lange, das zu erklären. Ja, es ist gerade, keine Ahnung, ich musste darauf jetzt kurz antworten. War was. Nennen wir es Organisatorisches. Ja, keine Ahnung, Carsten. Kennt ihr den Carsten? Habe ich jetzt hier schon zwei rüber... Ja, hier habe ich schon komplett rüber gebaut, oder? Komplett. Lass mich mal runter da. Hier ist schon komplett zu. Ja, da muss ich noch zwei ranbauen. Alles klar. Nee, aber ich hätte mal wieder so richtig Bock, also... auf so ein Minecraft-LP von dem Linkholb. Und auf so ein Mad Sex Wonderland-LP von dem Linkholb. Ich bin einfach so boosted. Keine Ahnung. Es ist einfach, hey, listen, schon wieder. Ich, keine Ahnung, wir haben die Leiter aufgegeben. So, gut, Carsten. Habe ich jetzt hier schon zwei rangebaut oder nur einen? Warte mal, nee, nur einen. Gut. Oh. Danke. Reicht mein Holz dafür noch? Ja, locker. Nee, dann würde ich jetzt nämlich diese Etage nutzen
für meinen krassen Garten. Ach so, nee, warum habe ich... Ich wollte, war ja gerade noch bei dem Minecraft-LP vom Ninko, denn das hatte ich ja schon im letzten Part gesagt, oder... Nee, im ersten Part habe ich das erzählt, weil das ja immer so... Also eigentlich wäre es richtig sick, wenn der Junge einfach sagen würde, ja... Mein Bildschirmschoner von meinem... Ja, gut. Audioaufnahme ist okay, alles da. Nee, es wäre richtig sick, wenn der Junge einfach sagen würde, so jedes Jahr macht er sozusagen im Dezember 31 Minecraft-Parts, so jeden Tag einen, so wie es halt da mit dem Beta-LP war. Das würde ich halt so richtig hart feiern, ne? Das wäre halt richtig nice. Ja, gut. Jetzt wird das doch ungefähr ein Stundenpart. Was willst du denn? Geh doch mal weg, ich will dich hier nicht. Ich habe ihn jetzt mit der Ho abgebaut. Na, weil dann müsst ihr. Ich müsste es halt wirklich mit dem Glas Blöcken machen, weil sonst sieht es scheiße aus. Aber ich sag mal, wenn es jetzt eh breiter ist, hat es eh schon diesen Unterschied zu dem Raum unten. Und ich sag mal, wenn ich dann zum Beispiel 4 Glasscheiben hoch mache, das. Ja, komm, das machen wir mal. Muss wieder mehr Sand einbrennen, wa? Lass ich das einfach mal im Hintergrund laufen. Über 3 Stück. Ich habe ja zum Glück genug Sand und genug Kohle, erstmal, für den Anfang. Warte mal. Ich habe doch einen 60er Stack, mal erstmal den rein. Also. Was wollte ich? Achso. Ja. Gucken wir mal, was draus wird. Ich lasse mir vorher nochmal diese paar Glasblöcke zurück. Und. Habe ich mir noch? Ja, habe ich noch. Jawohl. Dann mache ich nämlich die an den Rand. Dann ist es wenigstens schon mal so ein Stück anders. Weil ich will eigentlich das so, dass sie sich jetzt nicht unbedingt immer gleichen müssen, die Räume. Aber da muss jetzt viel Sand abbauen und viel Glas. Weil, aber das soll halt wirklich so ein bisschen, das soll so ein Raum sein, der halt wirkt. Wenn man es mal so sieht. Na komm. Upp, wupp, dankeschön. So. Jetzt muss ich mal rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 4 sind 32. Okay, da ist der halbe Stick. Gut. So viel zu dem Thema. Das ist der halbe Stick. Ich hasse mich auch. gut. Ja. Aber wirklich, immer falls ihr Ideen habt, einfach nur rein damit in die Kommentare. Ich bin da sehr offen und ich lese auch immer wieder gern Kommentare. Das habe ich schon im ersten Part gesagt. Ja, doch. Doch, so ein richtig schön großer Raum mit richtig schön großen Fenstern. Das ist so das, was ich will. Leider habe ich nicht genügend Obsidian, sonst würde ich einen zweiten Mülleimer bauen. Der Mülleimer, wer nicht kennt... Ach geil, hier ist ja noch mehr. Hier ist ja... Ich bin boosted. Der Mülleimer, wer nicht kennt, ich weiß nicht, ob ich das schon beim Trashplay erwähnt habe, aber es gab damals so einen legendären Minecraft-Server. Ich glaube, von dem habe ich wirklich schon mal erzählt. Und da. Es war so. Damals gab es noch keinen Creative Mode. Damals gab es nur. Wie hieß denn die? Too Many Items? Hieß die so? Die Mod? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das war damals so der sicke Shit, weil damit jeder einfach richtig. Ja, ach, ich brauche erstmal kein Glas. Dann mache ich mir jetzt noch mehr Scheiben. Warte, wie viel? Na, mache ich noch eine Kohle wieder rein? Nee, weil damals war das dann so die Methode, um halt richtig krasse Bauwerke zu machen. Das war halt schon geil. Moment, was tue ich? Was tue ich hier gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das kommt irgendwie auch vor, ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn? Kann ich bitte mal... Danke, ich brauche doch nur Scheiben. So. Es ist halt nur so richtig random hier mitten im Raum. Aber das soll uns nicht weiter stören.
So, so. Ich möchte natürlich jetzt sehr vorsichtig vorgehen, weil Glas ist halt immer so eine Sache. Aber ich denke, das wird. Das wird, auf jeden Fall. Das. Und den Einstundenpart kriege ich tatsächlich voll. Mensch, ich bin begeistert. Also, so wie es momentan aussieht. Ja, wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Wenn ich das Projekt hier noch fertig habe, dann ja. Ist chillig. Ist chillig, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie interessant das ist. So einfach nur so Parts, wo man einfach baut. Ich meine, letzten Endes baut man Minecraft fast nur. Außer man geht ab und zu mal in die Mine und dann war's das auch, aber. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich immer so. Wenn ich jetzt mal mich selber reflektiere, ich habe ja zum Beispiel mal gerne das Minecraft-IP von DK geschaut. Ab und zu immer auch mal Gronkh, aber bei Gronkh war halt immer so das Problem, es war halt so hyped. Und ich finde das halt immer so. Dann halt natürlich vom Ninko, vom Cooler. Ab und zu auch von anderen. Ich überlege gerade, von welchen YouTubern ich alles Minecraft-IPs geschaut habe. Ach, natürlich Stampus und Ognirak, ja. Aber wenn ich mich so selber reflektiere, würde ich immer so sagen, dass ich eigentlich so die Parts, wo gebaut wurde, geiler fand, als die Parts, wo man so in Minen war. Deswegen, ich weiß aber nicht, wie es jetzt so. Das reicht nicht, wa? Ist ein Glas fehlt noch. Dankeschön, da ist es ja. Der Retter in der Not. Ja, so. Wupp. Komm her. Danke. Ja, also ich fand irgendwie immer die Parts lustiger, wo die Leute gebaut haben, anstatt in den Minen zu sein. Ich weiß nicht mal warum. Weil man meinen müsste, in den Minen passiert mehr, aber irgendwie dieser Anblick, wie diese Bauwerke entstehen und so weiter, an meisten Trash-Talken die Leute dann auch noch immer so richtig geil. Ja, es war schon Schnieke. War schon Schnieke auf jeden Fall. Minecraft ist halt nun mal wirklich so ein Spiel, was eigentlich richtig gut zu LPen geht, weil es einfach von jedem. Es ist bei jedem anders. Aber die Minecraft-Phase ist dennoch vorbei. Bin ich jetzt so der Ansicht. Aber ich mache ja auch kein Minecraft-Let's Play, ich mache ja ein Trash-Play. Das muss man natürlich sehr beachten, wenn man das hier schaut. Und ich muss nochmal Tee trinken. Es ist so wirklich so, ich habe ja gerade aktuell Halsschmerzen, deswegen trinke ich auch etwas mehr, weil so viel zu erzielen, das reicht natürlich nicht. Ja, und Lars, ich muss natürlich nochmal was Neues bauen. Ja, aber so viel zu erzählen, das geht halt wirklich auf den Hals auch alles. Na komm, da ich eh so viel gern mit Lars mache, hauen wir nochmal. Moment, ich brauche eh noch. Gut. Habe ich noch Holz? Ja, habe ich auch noch. Ich kann ja mal kurz gucken, wie es von außen aussieht. Einfach schon mal so. Ja, doch, das wird. Ich glaube, das sieht dann richtig luxuriös aus, wenn das dann jetzt so weiter nach oben. So weitergeht, dann kommt irgendwie bei dir so ein dünnerer Abschnitt, sag ich mal. Also es kann schon richtig stylisch werden, glaube ich. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Ah, so einen großen Turm wollte ich jetzt schon immer mal bauen. Ich weiß noch, damals. Da gab es den. Oh, wie haben wir das denn genannt? Auf jeden Fall mit dem Cooler. Da. Das war aber eine Singleplayer-Welt. Da gab es so. Oder will ich das auch so mit dem Holz rüber machen? Ich weiß es nicht. Das nimmt halt wieder ganz schön viel Holz in Anspruch, aber unten ist halt noch mehr. Das war so ein riesiger Turm bis in die Wolken, also so mit einer Leiter. Und dann waren da halt. Ich glaube, da war da ein Wollesprungbrett und dann sind wir einfach runtergesprungen. Keine Ahnung, das war halt richtig random, aber es hat Spaß gemacht. Hat das was? Naja, wenn das da unten halt aus Holz ist, dann kommt das, glaube ich, nicht so gut. Ich mach's erst. Ich kann es ja später immer nochmal ersetzen, wenn ich sage ja. Oder ich mach mal kurz Mathe hier. Und mach das mal so. Aua. Ja, jetzt haben wir hier ein Problem. Aber dafür habe ich hier die Bäume gebaut. Nur dafür. Kann der Baum jetzt überhaupt noch wachsen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich bin nicht so krass wie der Ninko. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt einfach nochmal da oben bauen.
Natürlich könnte man diesen Raum dann auch nehmen, um einfach eine riesige Wendeltreppe zu bauen. Das wäre natürlich auch sick, anstatt einfach zu sagen, ja, wir machen hier so ein, so eine Art Garten rein. Wir machen hier einfach, ja, halt eine Wendeltreppe, die dann halt so richtig schön hochgeht. Da fällt mir gerade wieder ein, ich hatte auch mal mit dem Cooler, war das Survivor? Nee, das war Creative, glaube ich. So eine Welt, ja, es war, glaube ich, echt Creative. Da haben wir einfach nur gebaut. So wie man das hätte Minecraft macht, wer hätte es gedacht. Und dann hatte ich da immer so, das war so die Zeit, da wurde reingepatcht, die Handbücher, wo man halt so reinschreiben konnte. Und ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auf jeden Fall irgend so ein durchgängiges Thema in diesen Handbüchern, die ich da gemacht hatte. Ich hab dann, wollte dann auch so eine riesige Bibliothek bauen und alles, keine Ahnung. Ich hatte da echt Vorstellungen. Ich war da ein motivierter Jungspund. Ja, im besten Alter, um Minecraft zu spielen. oder so. Ja. Auf jeden Fall war es schon ziemlich witzig. Also, Minecraft hat schon viele witzige Seiten. Und ich denke, Minecraft ist auch immer noch ein tolles Spiel, aber der Hype ist weg. Also, keine Ahnung, also ich weiß jetzt keinen mehr so richtig, der sich jetzt regelmäßig Minecraft-Patchnotes durchliest. Ich meine, ich persönlich sage auch nur noch, ich lese mir LOL-Patchnotes durch. ich lese mir nicht mal TF2-Patchnotes durch. oder so, aber LOL spiele ich auch regelmäßig und TF2 nicht, muss man dazu sagen. Was ich eigentlich mal ändern könnte. So, aber so eine Treppe da hoch wäre gar nicht mal so bad. Das mache ich dann aber mit Half-Steps. Weil ich will hier nicht so das schöne Panorama verdecken. Aber erstmal gehe ich pennen. Kann ich in der Nacht laufen? Nee, oh eh. YouTube. Hör mal, Nirsch. So. Gar nicht, wie viel ich jetzt brauche für mein Vorhaben. Ich glaube, 24 ist mal eine schöne Zahl. Macht man grundlegend nichts falsch mit. So. War man sogar mal produktiv so, wenn man wirklich einen 1-Stunden-Part macht. Aber dann beende ich den auch gleich und dann, ja, ist der wilde Spaß hier vorbei. Ich muss mal kurz gucken. Warte mal, machen wir es mal so. Ich sage, man ist hier oben. So, und dann hier. So, und jetzt wird's spannend. Hier. Hier. Na, dann mache ich das so, weil sonst sieht das, glaube ich, ein bisschen kacke aus. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Fuck. Verkackt. Boosted. Dankeschön. Ja, ich denke doch, das kann man dann so nehmen. Dann verschönere ich das gleich noch ein bisschen. Ich habe ja noch 13 über. Aber kommt man halt hier hoch und kann dann gleich weitergehen. Doch, ich denke, das ist schon ganz gut. So, 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 so. Ach so. Ich hab mich gerade gewundert und das war falsch. Hat man wieder jetzt im Gesamtbild, wenn man hier so schaut. Ich meine, man kommt dann halt hier hoch, sag ich mal. Lass mich mal runter. Bitte, Carsten, danke. Kommt man hier so hoch und kann hier so schauen. Wenn man halt hier sich umdreht, dann ja. Finde ich ganz gut. Also mir gefällt das so. Da oben vielleicht noch einen ranmachen. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, das war's erstmal schon mit diesem Part von Let's Play. Moment, scheiße, was mache ich denn? Das war's mit diesem Part von Trash Play, nicht von Let's Play hier. So wollen wir gar nicht erst anfangen. Gut. Da kann ich doch. Dann mache ich halt so eine Half-Steps hier noch so außen rum. Das wäre natürlich noch ziemlich sick. Jetzt mache ich das aber, das merke ich mir hoffentlich. Wenn ich das jetzt einfach nur so anfange, dann ja, ist das halt ewig hier und ich vergesse es und keine Ahnung. Einmal durch. Rein. Möchte man fast meinen. So. Genau, also was haben wir heute geschafft? Das Haus hat jetzt einen Hut. Und das steht ihm ganz gut.
Und ich gehe natürlich wieder jetzt hoch, um die Sonne zu lobpreisen, die jetzt gerade nicht mehr da ist. Es geht gerade die Sonne runter, wa? So in der Art oder keine Ahnung. Auf jeden Fall stelle ich mich trotzdem hier hin und beende. Nein, ich stelle mich hoch zum Panorama-Ding. Oder ich stelle mich gleich hoch aufs Dach. Aua, Carsten. Dup, dup, du. Gleich hier hin, so. So. Hm. I believe I can fly. So hier. Dankeschön. Das war's mit diesem Part vom Trash Play. Und wir. Gut, meine Autospur ist in Ordnung. Eine Stunde. Na gut, nicht ganz, aber doch fast schon. Also ich hoffe, der Nico ist trotzdem zufrieden. Aber ich glaube, dem wird die Hose trotzdem platzen. Gut, RIP Hose. Ich bin Zerno257 und ciao.